Herzlich willkommen auf meinem Kanal LSKPlay87. Sorry, versprochen. Und zwar war es Lohnunternehmen da. Wir haben jetzt hier unsere ganze Ballen wegbringen lassen. Haben dieses Feld hier verkauft. Ich werde mal ganz kurz hingehen. Eins ist verkauft worden. Ja, und dann haben wir leider feststellen müssen, unser Magus Ferguson ist kaputt, ist nicht mehr rentabel. Und dann haben wir uns was gegönnt und hier steht unser wunderbarer Favorit, ein schöner Fan. Und da müsste ich gleich mal das hier ausschalten und das hier auch und das hier auch und muss gleich mal ein, ja, ein Schmankerlbild machen, sage ich jetzt gleich einfach mal dazu. Oh, das war nicht gut. Jetzt hat es funktioniert. So, ein... Na, was ist denn jetzt los hier? So, ein Schmankerlbild. Sehr schön. Ja, wir haben hier gleich ein bisschen mehr PS. Und zwar 225. Haben unser Ladewagen verkaufen müssen. Ja, ein bisschen aufgeräumt haben wir. Das müssen wir noch verkaufen. Weil... Das wird jetzt leider nicht mehr dazu passen. Werden wir auch direkt verkaufen. Weg damit, weg damit, weg damit. Einmal das Gewicht und zwar hier und hier verkaufen. Zack, zack. Jetzt können wir natürlich Glück haben, dass das Gewicht hier angezeigt wird. Nein, leider nicht. Dann gehen wir hier drauf. Nur mal gucken. Schade, wieder nicht. So. Gewichte werden wir gleich mal schauen. Und zwar ist es 1,5. Das reicht auf jeden Fall. So. Gut, dann werden wir das gleich mal ranschnallen und dann werden wir jetzt wieder richtig, richtig Gas geben müssen, weil wir müssen den jetzt direkt anschließen. Dann werden wir unseren Flug verkaufen. Ja, ich habe richtig gehört, wir werden unseren Flug verkaufen müssen. Und zwar werden wir das jetzt auch gleich machen. Mein Gott, heute ist wirklich richtiger Bazar heute hier drin. Und zwar, wir sind hier bei Flüge und zwar den hier. Einmal verkaufen, zack, zack. Werden uns aber auch einen neuen kaufen. Ich weiß zwar noch nicht welchen. Der ist jetzt auch leider noch nicht mit drin. Ich habe mir schon gedacht, so... Ich weiß, es hört sich jetzt krass an, aber wir machen heute mal ein bisschen viel Theorie und dann werden wir mal gucken. Also, wir werden, ich denke mal, dieses Land hier annehmen, das pflügen lassen, das hier, wenn es als Luzerne machen lassen, Entschuldigung, Weizen, Weizen, Luzerne. Auch Weizen, Weizen. Oder vielleicht Raps, Raps, Weizen, Weizen, Luzerne. Weil ich glaube, von den Kühen her reicht uns das vollkommen aus. Und wir haben ja hier noch unsere kleine Weide. Kommt noch auch noch damit dazu. Also heißt, wir könnten hier eigentlich das hier kaufen. Oder was heißt eigentlich? Wir werden es auch kaufen. Werden denn den Lohnunternehmen sagen, hey, pass mal auf, pflüg mir das, pflüg mir das, pflüg mir das. So sieht es nämlich aus. Den werden wir jetzt abmähen. Das hier, dass wir noch ein bisschen draus machen können. Dann werden wir das direkt zettern. Oh, da muss ich hinterfahren dazu. Beziehungsweise ich muss... Ah, schaut mal einer an. Einmal Tür auf. Oh, was ist das? Don't touch my friend. Oh, das ist natürlich hart. Das machen wir gleich mal weg hier. So, dann einmal einsteigen. Jetzt muss ich nur gucken, wie war das hier? Das war so hier. Wupp, zu machen. Sehr schön. Dann einmal... und jetzt schalten wir mal an. Oh, das ist doch mal Musik in den Ohren. Und wie fährt es sich? Ja, aber ja.
Mega, 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 mega. So. Das heißt, ab geht's zur Wiese. Natürlich 6 Gänge. Und mehr auch nicht. Und fährt 53 auch noch. Oh, hier. Ei. Da geht aber einer ab hier. Hä? Ah, ui. So, dann einmal bremsen. Ah, schade. Die Wiese hier hätte ich ja auch gleich... Bin ich jetzt hier gegen das Schild gefahren? Nö, gell? Nee, passt. Oh, zweiter Gang mit 9 km/h, okay. Dann kann man eigentlich immer mit dem dritten anfahren dann. So, jetzt bin ich echt mal gespannt. Ach, einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig gut, wahnsinnig gut. Ach, gefällt mir schon wieder richtig, richtig gut. Ist aber schon mal sehr gut, dass der erste Gang nur 6 km/h fährt. Da kann ich nämlich immer schön hier ranfahren, ohne dass er abrupt denn direkt immer gleich nach vorne springt. So. Dann einmal den hier. Einmal bitte anschließen. Zack, zack. Zapfwelle mit dran. So muss es sein. Erster Gang rückwärts. Da also können wir eigentlich einen zweiten auch nehmen. So. Ist natürlich jetzt ein bisschen spät, aber wir werden das dann bei mir in die Heutrocknung fahren. So. Dazu brauchen wir aber auch erst wieder so einen Ladewagen. Da müssen wir uns dann halt einen leihen, beziehungsweise könnten wir eigentlich auch vom Lohnunternehmen machen lassen. Und werden wir auch wahrscheinlich machen lassen. So. So, das sollte das eigentlich passen. Aussteigen. Dann bitte einmal anschließen. Zack. Zack, zack. Ran mit der guten Möhre. Einmal. Oh. Nee. Der hier ist ein bisschen weit unten. Ah, nee. Das sieht doch so aus. Gut, dann passt es auf jeden Fall. Hier können wir im dritten Gang anfahren. Definitiv. Auch im richtigen Vorwärtsgang natürlich. Wäre natürlich vom Vorteil. So, und jetzt gleich mit. Der wird gleich mal richtig geprüft hier, gell? Das geht ja auch mal ab. 98.000 ist jetzt nicht viel. Von der Kohle her. Aber wir werden hier definitiv gleich noch ein bisschen mehr Kohle bekommen. So. Und jetzt schauen wir mal. Einmal senken. Aber anschalten geht nicht. Merke ich gerade. Warum nicht? Was macht er denn für Faxen? Der geht auch nicht. Ah, ich weiß nicht warum. Okay, der hier geht auf jeden Fall an. Dann schalten wir mal rüber. Der geht an. Und einmal bitte senken. Senken. Weil können wir schön im vierten Gang fahren. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier eine Stufe runtergehen und den auf den sechsten Gang fahren. 20 km/h, perfekt. Ja, das ist. Den lassen wir auf jeden Fall so. 20 km/h, sechster Gang. Lastenstufe 3. So soll es sein. Gucken wir mal, ob auch alles schön mäht. Ja, mäht auch alles wunderbar. Perfekt. Sehr, 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 sehr schön. Oh, da geht ein bisschen runter. Fünfter Gang. Bisschen hat er jetzt gezuppelt. Ich weiß zwar nicht warum. Vielleicht hat auch das was zu tun, dass
Wegen Multiplayer, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber 20 km/h ist schon mal eine gute. Ach, immer beim Gang schalten habe ich das Gefühl. Nee, doch nicht. Ja, jetzt nehmen wir das mal hier zu Ende. Und dann muss das Lohnunternehmen eh kommen. Ja, hier kommen wir gleich richtig schön an der Seite mähen. Ja, GPS hätte ich doch, glaube ich, lieber im Vorteil. Wäre, glaube ich, doch lieber im Vorteil gewesen, mit GPS das zu machen. Soweit habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber da wären halt nochmal die Ausgaben nochmal effizient in die Höhe gestiegen. So. Ah, so ein bisschen tut das sich schon schwer. Aber bis jetzt ist alles in Ordnung. Zieht er gut durch. Alles prima. Alles perfekt. So. Ja, das. Ab und zu hatte mal so einen kleinen Delay. Stört mich schon ein bisschen. Nervt ein bisschen, aber das kriegen wir schon alles hin. Aber mit 20 km/h juckelt der da hoch. Prima, prima, prima. Habt ihr das wieder gesehen? Vielleicht liegt es auch nur am hier am. Am Fendt kann natürlich auch sein. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht böen. Sei es drum. Ist ein bisschen. Ah, jetzt schon wieder. Ist aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So. Bin ich wirklich mal gespannt, wenn er das dann hier einsammelt. Der Lohnunternehmer. Der wird natürlich auch begeistert sein, so spät abends noch einen Auftrag bei mir zu bekommen. Der wird die Hände wieder über sich drüber schmeißen und sagen, mein Gott, du hast dich alle Tassen im Schrank. Aber wir können den eigentlich schon mal beauftragen, wenn ich ehrlich bin. Und zwar, wenn ich hier mähe. Ach nee, warte mal, nee, geht er gar nicht. Nee, 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 nee. Falsch gesagt, falsch gesagt. Da brauche ich niemanden beauftragen dazu. Falsch gedacht, aber gehen wir hier mal den Thermomat rein, haben es wir auch ein bisschen leichter. So, aber ich würde mal sagen, wir machen das jetzt mal hier noch fertig und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, euer SKPlay87, haut rein, ciao.